Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tag auch, Ihr Reporter vor Ort. Und ich bin für Sie immer unterwegs in Niedersachsen. Heute grüße ich Sie aus Sulingen im Landkreis Diepholz. Sulingen hat etwa 13.000 Einwohner, liegt 50 Kilometer südlich von Bremen und hat nahezu eine 1000-jährige Geschichte. Ähnlich lange liegt die Geschichte der Bonbonherstellung zurück. Damals war Zucker allerdings ein sehr teurer Rohstoff und somit blieben Süßigkeiten nur den Fürsten und Königshäusern vorbehalten. Das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Hier in Sulingen gibt es seit 1948 Bonbons und gebrannte Mandeln, die werden hergestellt und das schon in vierter Generation, nämlich von der Familie Merkle. Und ihre Bonbons sind Tradition und wie genau die hergestellt werden, das werde ich mir heute anschauen. Immer der Nase nach, das kann man hier wohl behaupten. Hallo Herr Merkle. Hallo Frau Steinhager, ich grüße Sie. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Herr Merkle ist der Inhaber von dieser netten Bonbonfabrik. Es riecht hier wahnsinnig gut. Ich komme mal eben zu Ihnen rum. Ja, gern. Das sieht ja toll aus. Wie viel Auswahl? Es riecht toll. Warum sind Sie so schlank? Wie kann man das sehen? Erstens macht Zucker nicht dick. Die Dosis macht es. Ja. Und die Mengen. Wir können es kaum noch zählen. Es sind weit über 100 verschiedene Sorten an Bonbon. Ich sehe das schon hier bei Ihnen in den Regalen. Sind das alles Rezepte von Ihnen? Teils. Sicherlich sind die aus uralten Zeiten überliefert worden. Wir haben die alten Rezepte mit dem Wissen von heute wieder neu auferstehen lassen, neu wieder aufgelegt. Kundenideen haben wir verwirklicht, die an uns herangetragen worden sind. Und wir versuchen immer flexibel auf die Kunden zu reagieren. Nicht? Okay. Das ist also unser Hauptanliegen, den Kunden zufrieden zu machen, damit er sich wohlfühlt, damit er sich immer wieder findet. Kommt es durchaus auch vor, dass Kunden zu Ihnen sagen, Mensch, machen Sie doch mal so und so diesen Bonbon? Ja, immer wieder. Ja. Nicht? Immer wieder. Und das ist also unsere Spezialität als Handwerksbetrieb, dass wir uns auf Kundenwünsche einstellen. Okay. Denn das ist die Nische, in der wir uns bewegen. Ich verstehe. Es gibt ja massig viele Bonbons. Ja. Das ist auch die Frage, was zeichnet Ihre Bonbons so aus? Natürlich das Traditionelle. Jetzt sehe ich hier schon eine ganze Palette. Was sind denn so Klassiker? Können Sie mir was empfehlen? Ach, die Klassiker, ich denke, die wird fast jeder kennen. Das sind einmal die Goldnüsse, das sind die Schokominzbonbon mit Füllung. Goldnüsse, die sehen ja wirklich golden aus. Wie kriegen Sie denn das hin? Ja, das ist eben unser handwerkliches Geschick. Das heißt, durch mechanisches Bearbeiten verändern wir entsprechend die Farben. Können wir das auch machen? Ja, das geht. Bitte sehr. Dankeschön. Das ist ein Bonbon, das dürfen Sie beißen. Das darf ich beißen. Das dürfen Sie schmeckt beißen. So ein bisschen schokoladig schon am Anfang. Richtig. Dieses Bonbon, das ist im Grunde genommen, also das ist eins der ersten Klassiker, seit es die Bonbonmacherei gibt. Und im Grunde genommen behaupte ich jetzt mal ein Vorläufer der Praline. Schmeckt einfach aufgrund der Schokoladenfüllung. Bonbonmacher, also Sie sind ja schon seit knapp 20 Jahren jetzt hier in diesem Unternehmen. Sowieso schon in vierter Generation. Ja. Bonbonmacher, da denke ich, stelle ich mir immer vor, die Kinderaugen leuchten. War das auch so ein Kindheitstraum von Ihnen? Gar nicht mal. Ich bin da irgendwie als Seiteneinsteiger hereingerutscht, habe dann auch meine entsprechende Fachausbildung gemacht. Das liegt jetzt natürlich schon weit über 30 Jahre zurück. Mhm. Und bin da, ja, wie man da eben so in viele Berufe einfach hineinschlittert. Und das ist auch mir so geschehen. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich bin angekommen. Das ist mein Ding, das ist mein Leben. Diese Sachen zu machen. Das heißt nicht automatisch, dass ich jetzt jeden Tag die ganze Sache hier durchprobiere. Ich nasche noch unheimlich gern. Natürlich probiere ich auch die Bonbonsorten immer wieder durch. Mhm. Aber es gibt auch die anderen Dinge, die wir herstellen, sei es gebrannte Mandeln. Genau, ich habe schon gesehen, das Sortiment beinhaltet noch anderes. Ja. Nicht unser Marzipan zum Beispiel, also das muss man fast vor mir verstecken, damit ich da nicht immer zu häufig beigehe. Oder eben unsere Schokominz-Sachen, auch bei vielen als Bremer Kluten bekannt. Ja. Wir machen die halt nur ein bisschen anders, aber vom Geschmack meine ich auf jeden Fall ebenbürtig. Naja, und Fatsch-Spezialitäten und wie gesagt die gebrannten Nusssorten, wo ich dann selber auch Hand anlege, was mir also außerordentlich viel Spaß macht.
ja, das ist mein Ding, das ist mein Leben. Das ist toll. Und Sie sind jetzt eine ganze Zeit, haben Sie ja diese Branche verfolgt. Und kann man vielleicht auch was feststellen, hat sich sowas verändert, auch an den Geschmäckern oder an Sachen, die Sie jetzt neu produzieren, was damals noch gar nicht denkbar wäre? Ja, der Geschmack verändert sich schon. Wir haben, das ist ein bundesweiter Trend auf dem Hartkaramellsektor, also sprich diese Sorten, haben wir einen rückläufigen Trend seit einiger Zeit zu beobachten. Okay. Der Verbraucher, der will ja entweder, sei es im Weingummibereich, dieses schnelle, einfach rein in den Mund und runterschlucken, da sträubt sich bei mir alles irgendwo, obwohl es da tolle Produkte gibt. Aber es geht auch viel in den hochwertigen Schokoladenbereich hinein. Nicht? Der Verbraucher will nicht unbedingt das Billigprodukt, sondern der will für sein Geld einen entsprechenden Gegenwert, der will ein hochwertiges Schokoladenprodukt haben. Ja. Das spüren wir auch, indem wir hier unsere zugekauften Sachen auch mit anbieten, die im Hochpreissegment sind und dass sie eben gerne gekauft werden. Mhm. Und darin liegt die Qualität. Weniger essen, ja, aber dafür die Qualität genießen. Das ist also so der Trend, den wir schon seit einiger Zeit beobachten. Qualität genießen? Also weil man konnte das hier schon sehen. Wir können ja mal einen kleinen Schritt gehen. Offene Produktion, gläserne Betrieb, man kann schön reinschauen, sie verbergen nicht. Das ist unser Hauptanliegen. Wir wollen uns nicht verstecken. Die Leute, die Besucher, die sollen uns sehen, die sollen uns kennenlernen und gegebenenfalls auch miterleben. Mhm. Wenn also eine Gruppe groß genug ist und wir das so mit der Produktion vereinbaren können, dann werden die eingekleidet, dann gibt es eben eine geführte Führung. Mhm. Mhm. Und da wird den Besucher dann mal erklärt, wie entsteht überhaupt ein Bon. Was machen wir denn heute zusammen, Herr Merkle? Da lassen Sie sich mal überraschen. Ich zeige Ihnen das mal. Ja. Wir machen also als erstes wohl ein Vanille-Kirschbonbon. Mhm. Die sieht ja schon sehr interessant aus. Ja, da schauen wir uns mal an, wie die Streifen auf einen Bonbon entstehen. Ja. Und dann gibt es noch eine Erdbeer-Orange-Bonbon. Dreifarbig sogar. Das ist dreifarbig und vor allen Dingen, das zeichnet sich dadurch aus, dass jede Farbe auch ihren eigenen Geschmack hat. Das heißt, wenn Sie dieses Bonbon im Mund wenden, dann merken Sie, dass jede Seite anders schmeckt. Das ist interessant. Ja. Ich bin sehr gespannt, liebe Zuschauer. Und bevor es jetzt aber soweit ist, werde ich hier nochmal durch die Regale gehen und ein bisschen kosten. Ausgerüstet mit entsprechender Arbeitskleidung geht es für mich nun in die Produktionshalle. Sauberkeit und Hygiene stehen in einem Lebensmittelbetrieb immer an erster Stelle. So, und Anfang tut natürlich alles mit dem Zucker, Herr Merkle, ist das richtig? Ja, der Zucker ist der Anfang des Bonbons. Und hier sehe ich schon ordentlich ein paar Säcke liegen. Wie geht's jetzt los? Ja, wir nehmen also ganz normalen Kristallzucker, wie wir den von zu Hause auch kennen. Der wird jetzt in die Kochmaschine hineingegeben, wird mit Wasser aufgelöst. Dann die Maschine gibt automatisch Glukosesirup hinzu und dann wird das gesamte Wasser wieder verkocht. Also Glukosesirup ist noch eine entscheidende Zutat? Absolut, das ist die zweitwichtigste Zutat des Bonbons. Mhm. Nicht? Ohne den gibt es keine Bonbon. Ah, okay. Und ich sehe Weißzucker, es gibt ja auch noch Braunzucker und Rohrzucker. Wie verhält sich das mit den Zuckerarten? Ja, wir verwenden hier für diese Bonbon natürlich den normalen raffinierten Weißzucker. Und wir haben natürlich auch für unsere Bioprodukte Rohrzucker im Einsatz. Das ist je nach Rezeptur. Und hat das geschmacklich einen Unterschied? Sind da irgendwelche Sachen festzustellen, gerade weil es jetzt auch in diese Bio-Richtung geht? Ich würde sagen, eher nicht. Der Zucker hat die gleiche Süße, hat lediglich die Optik. Nicht? Die ist da unterschiedlich und über Geschmack lässt sich streiten. Also ich würde sagen, erstmal nicht. Ich verstehe, aber wenn ich mir vorstelle, ich nutze Braunzucker, dann muss man ja mit der Farbgebung auch sehen, dass die Farbe entsprechend so wird. Ne? Weil wenn braun der Ausgangsstoff ist, ist es bestimmt schwerer als weiß. Ja, natürlich. Ich kann dann keinen weiß gezogenen Zucker mehr herstellen. Der würde schmutzig grau werden. Also da müssen wir schon nach der Rezeptur dann auch den entsprechenden Zucker einsetzen. So, der Zucker ist ja jetzt hier eingefüllt worden. Gehen wir mal hin in diese Anlagen. Wie viel passt da jetzt rein? Wir haben jetzt hier 25 Kilo Zucker. Es passen mehr rein. Also wir haben Fertigmasse nachher ca. 40 Kilo. Das ist unserer Rezeptur angepasst. Hier in dieser Maschine sind bis zu 80 Kilo möglich. So, und was passiert jetzt genau mit dem Zucker dort drin? Also der Zucker wird hier hineingegeben. Es kommt Wasser hinzu. Dann wird das Ganze erhitzt, bis alle Zuckerkristalle aufgelöst sind.
Und dann wird Glukosesirup eingesetzt. Dieser Glukosesirup legt sich als dünner Film um die einzelnen Zuckermoleküle, die ein Zusammenwachsen der Kristalle verhindern. Denn wir verkochen ja das gesamte Wasser. Und wir wissen ja, ein Kristall, was mal ein Kristall war und sich in gelöster Form befindet, will wieder ein Kristall werden. Nicht? Und das verhindert eben diese Glukose, dieser Glukosesirup. Bei welcher Temperatur muss das Ganze dann kochen? Ja, wir müssen das Wasser wieder entziehen. Wir kochen bis etwas über 140 Grad. Es ist sicherlich auch noch eine höhere Temperatur möglich, aber das ist dann wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Dann nutzen wir eine Vakuumstufe und holen damit Restwasser aus dieser Zuckermasse heraus und haben dann zum Schluss eine Zuckermasse, die so irgendwie etwas unter 3% Restfeuchtigkeit liegt und das ist quasi trocken. Wir haben jetzt also diese amorphe Konsistenz, das heißt, das ist Zucker, Glukosesirup, das Wasser ist wieder verkocht und der Zucker ist jetzt fertig zur Weiterverarbeitung. So, hier sehe ich, das ist der fertig gekochte Zucker. Ja, hier haben wir eine passiert Wanne. Da jetzt genau? Eine Wanne mit 40 Kilo Zuckermasse, ca. 40 Kilo Zuckermasse, Temperatur nach über 120 Grad Celsius. Oh ja, man merkt es. Ja, noch schön warm. Und der Mitarbeiter hat hier schon mal angefangen, Aroma und gelbe Farbe, in dem Fall ist es der Naturfarbstoff Kurkuma, einzurühren. Das muss also von Hand hier eingerührt werden. Und das war diese Farbe hier? Genau, das ist diese Farbe und gleichzeitig mit Aroma. Und die andere Seite wird ebenfalls eingefärbt. Und das ist jetzt aber einfach der pure Zucker, wenn man das jetzt essen würde? Das ist Zucker- und Glukosesirup. Ja. Temperatur noch über 120 Grad, habe ich ja gerade gesagt, noch sehr plastisch. Wir gehen jetzt einfach mal bei und nehmen ein bisschen was heraus. Das sieht ja witzig aus. Erinnert mich auch so ein bisschen an so Glas, was sich dann auch so... Ja, es ist auch, wenn wir das jetzt hart werden lassen. Schauen wir mal. Oh ja, es ist noch richtig heiß. Wenn wir das jetzt hart werden lassen, dann würde das wie Glas auch brechen. So, jetzt können Sie das machen. Jetzt können Sie sich Ihr Bonbon selber formen. Oh ja, man merkt aber, es ist noch ja, an den es ist noch gemütlich warm. Im nächsten Schritt werden nun Farbe, Aroma und Zitronensäure untergemischt. Auf genaue Arbeit kommt es an. Jede Zutat ist hochkonzentriert und muss richtig dosiert werden, damit es am Ende auch lecker schmeckt. Ein richtiger Kraftakt. Die fertig verrührte Masse wird nun auf dem Kühltisch verteilt, um die Farben voneinander zu trennen. Weggeschmissen wird hier nichts. Die Bruchstücke, die während der Produktion anfallen, kommen in die neue Bonbonmasse hinein und lösen sich darin vollständig auf. Alles ist ununterbrochen in Bewegung. Wozu ist das gut, dass der immer wieder umgeschlagen wird und dann nochmal verläuft? Die kalten Seiten kommen aneinander und dadurch wird der Zucker gleichmäßig abgekühlt. Der Zucker muss ja immer noch plastisch sein, damit er sich nachher verformen lässt. Ich verstehe. Wenn sie ihn jetzt liegen lassen würde, würde er einseitig hart werden und die andere Seite bleibt weich. So, jetzt wieder mal in die Mitte untergreifen, hochheben. Ah ja. Wow, nee, also es ist wirklich ziemlich schwer. Zum Ziehen, ne? Darf nicht zu kalt werden. Was passiert hier jetzt? Das ist Abkühlen und Kneten. Abkühlen und Kneten. Und das Kneten ist einfach auch nochmal, um das die gewünschte Konsistenz zu haben? Einmal das und sicherlich auch, um dem Mitarbeiter die Kraft abzunehmen. Das ist also zur Arbeitserleichterung. Dafür hat die Maschine auch den speziellen Namen. Die heißt deshalb ja auch Herkules. Wenn alles fertig geknetet ist, kommt die Masse auf die Zuckerziehmaschine. Dort wird sie 30 bis 40 Mal durchgezogen. Durch das größer werdende Volumen verändert sich auch der Farbeindruck. Danach geht's zurück auf den Tisch, diesmal auf einen warmen, damit die Masse schön geschmeidig bleibt. Hier werden die einzelnen Bonbonfarben wieder zusammengebracht, auf die richtige Länge geschnitten, Kirsch, Vanille, immer im Wechsel. Und so bekommt das Bonbon sein Gesicht. Ein schönes Farbspiel. Die Füllung kommt obendrauf, einrollen und dann geht's wieder in die Länge, diesmal aber kegelförmig. Der sogenannte Kegelroller dreht das 40 Kilo Bonbon so ein, dass es immer dünner wird und schließlich als fingerdicker Zuckerstrang in der Kettenpräge auf Bonbongröße zurechtgeschnitten werden kann. Auf einem Fließband springen mir die fast fertigen Bonbons wie kleine Murmeln entgegen.
Das geht ja wirklich rasend schnell, Herr Merkle. Haben Sie eigentlich mal gezählt, wie viele Bonbons aus einem so 40 Kilo Zuckerstück entstehen? Ja, ich hoffe ja, dass ich in ein paar Jahren Rentner bin. Dann habe ich Zeit, um die Bonbons einzeln zu zählen. Aber wir gehen davon aus, dass aus diesem 40 Kilo Satz ca. 16.000 Bonbons entstehen. 16.000 Bonbons, Wahnsinn. Das ist also eine Augenweide. Und ich habe es mal probiert. Man schmeckt es, es ist noch warm und man schmeckt die Aromen sehr, sehr gut. Also es schmeckt wirklich nach der Frucht, die auch draufsteht. Also wahnsinnig gut. Ja, es ist ja auch ein natürliches Kirscharoma, was hier zum Einsatz kommt. Es ist Vanillearoma, natürliches Vanillearoma. Und das hat seinen Preis, aber dafür aber auch den Geschmack. Und das Bonbon, wie das jetzt hier rauskommt, ist so auch fertig, dass es verpackt werden kann? Nein, das wird jetzt gleich nochmal nachbehandelt. Das bekommt nochmal eine Läuterzuckerschicht, um ein vorzeitiges Verkleben zu verhindern. Ah, okay. Gut, dann schauen wir uns das gleich mal an. Die Bonbons lassen sich in ihrer Form schon erkennen, aber das ist noch lange nicht alles. Ich verabschiede Sie an eine kurze Pause und danach geht es hier gleich weiter, natürlich beim Produktionsablauf. Ich schaue mir die Nachbehandlung an, wir werden verkosten und es gibt auch was zu gewinnen, also bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Tag auch, Ihr Reporter vor Ort. Ich bin heute in Sulingen in der Bonbonfabrik Fischer Fine Sweets. Bei mir habe ich Heinz Merkle, er ist der Inhaber dieses traditionellen Familienunternehmens. Und wir waren gerade vor der Werbung stehen geblieben bei der Prägemaschine. Die Bonbons haben also ihre Form und hier wird nachbehandelt, nicht wahr? Was passiert jetzt? Jetzt gebe ich Läuterzucker auf diese Bonbon und das Wasser im Zucker verdunstet und es bleiben Zuckerkristalle übrig. Das Bonbon vor dem vorzeitigen Verkleben schützen. Okay. Und wie lange müssen die jetzt hier drehen in dieser... Ja, jetzt muss das Wasser muss jetzt verdampfen. Ja. Oder verdunsten, sagen wir. Die Bonbon müssen jetzt trocken laufen. Das dauert einige Minuten. Okay. Die sind fertig gedreht, die Bonbons. Was passiert jetzt hier in der Wanne? Ja, nachdem die jetzt im Kessel trocken gelaufen sind, werden die hier zum Abkühlen zwischengelagert. Denn sie haben noch eine hohe Resttemperatur und die müssen jetzt abklingen, sagen wir. Also ein bisschen kälter werden und dann gehen die zur Weiterverpackung in die nächste Station. Okay, man hat auch schön gesehen den Unterschied zu dem noch glasigen Bonbon, als er in diese Form gekommen ist und jetzt sehen sie eher bepudert aus. Ja, genau, die sehen jetzt ein bisschen trüber aus. Das ist aber, das sind die Zuckerkristalle, die jetzt das Bonbon vor den vorzeitigen Verkleben schützen. Bonbons in Papier eingewickelt und hier jetzt normal im Plastikbehälter. Was ist da der Unterschied? Naja, dass wir unsere Bonbons im Grunde genommen immer ungewickelt verkaufen. Wir verkaufen unser Bonbon über Optik. Deshalb geben wir uns die Mühe, dem Bonbon immer ein passendes Aussehen zu geben. Das würde jegliches Papier stören. Absolut. Das Bonbon soll lachen. Der Kunde soll einfach Appetit darauf bekommen. Und das ist also unsere Philosophie. Und wenn wir das in Papier verstecken, wird es uninteressant. Das machen ja alle. Damit die Bonbons so tolle Formen bekommen, werden diese Walzen benötigt. So viele verschiedene Formen. Wer denkt sich die alle aus? Naja, die haben wir schon seit ewigen Zeiten, diese Form. Also ich habe seit meiner Selbstständigkeit erst ein Walzenpaar gekauft. Das war in den 90er Jahren. Mhm. Und alle anderen Formen waren vorhanden. Oder wir haben auch mal die Gelegenheit genutzt, gebrauchte Formen aufzukaufen, sofern es noch welche auf dem Markt gibt. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das müssen ja dann auch alle Spezialanfertigungen sein. Ja. Die nutzen Sie nach wie vor, oder? Die werden noch alle nach wie vor genutzt, mal mehr, mal weniger. Mhm. Wir haben hier ein reines Sommerbonbon, eine Sommerwalze, sage ich dazu. Ich werde die mal herausnehmen. Ja. Die hat schon eine Patina angesetzt. Man sieht, die wird nicht so häufig benutzt, aber es ist ein Kunstwerk. Ich zeige sie immer wieder gerne. Man sieht Erdbeere, Kirsche wird das sein, ja. Brombeere, Ananas. Sehr filigran, das alles dort einzuarbeiten. Das ist ein Kunstwerk und
Diese Walzen werden also heute in der Form nicht mehr gebaut. Mhm. Ich wüsste auch nicht, wer hier in Deutschland sowas in der Form noch baut. Also das ist schon sehr aufwendig. Und, das ist auch das Individuelle dann an Ihren Bonbons? Absolut, ja, sicher. Hier kann man schön sehen, wie die Walzen, die wir gerade gesehen haben, dann eingespannt werden. Und es ist immer doppelseitig, ne? Also dass sie ja, richtig ausgestanzt werden. Richtig, man hat immer eine Ober- und Unterwalze. Bis auf wenigen Ausnahmen eine glatte Unterwalze, aber hier in diesem Falle Ober- und Unterwalze. Mhm. Und da wird die Zuckermasse als Teppich vorgelegt und aus diesem Teppich heraus formt dann diese Walze, stanzt die Walze im Grunde genommen das Bonbon aus und das geht danach zur Abkühlung. Und ich muss sagen, das Gerät sieht mir hier sehr antik aus, um nicht zu sagen, das ist historisch. Ja. Das stammt noch aus der alten Zeit, nehme ich an? Das stammt aus der ganz alten Zeit, das ist richtig. Also ich habe leider hier kein Typenschild mehr drauf gefunden. Vielleicht finden wir es am Motor. Wir haben uns auch nicht die Mühe gemacht. Aber ich weiß, dass der Joachim Witte 1948 diese Maschine aus Cottbus hier mitgebracht hat. Wir haben lediglich mal ein bisschen Farbe drauf gegeben, aber auch das hat schon wieder gelitten. Also diese Maschine stammt mit Sicherheit aus den 30er Jahren. Und immer noch funktionstüchtig? Ja. Ja, da stellen wir für den gesamten Lebensmittelhandel Bonbon, zum Beispiel die Lakritzbonbon her. Wow, das zeugt von guter Qualität. Während ich mir von Herrn Merkel alles zeigen lasse, ist auch unser Erdbeer-Orangenbonbon bereits in Fertigung. Der ist jetzt sogar dreifarbig. Das Prinzip ist das gleiche. Nachdem die Farben eingerührt sind und die Masse getrennt wurde, wird alles wieder geknetet, gezogen und in Bonbonform gebracht. Hier wird jetzt alles genauestens abgewogen und eingepackt. Was passiert jetzt hier genau? Ja, also wir sind hier in der Packabteilung für Bio-Bonbon. Diese Bonbon müssen von Hand verpackt werden. Eine Maschine gibt es dafür nicht. Oder werde zu teuer. Die Mengen, die wir hier herzustellen haben, sind auch nicht so, dass sich die Anschaffung einer Maschine lohnen würde. Und zum anderen gehen wir aus der normalen Produktion heraus, weil es eben ein Bioprodukt ist und dass es nicht zu einer Fehlvermischung, sprich Kontamination mit konventionellen Produkten kommt. Also das muss klar abgegrenzt werden, ja? Das ist zwingend vorgeschrieben. Das wird auch entsprechend kontrolliert und nachgeprüft von den entsprechenden Bioprüfern. Und was haben wir jetzt hier für ein Produkt? Es ist ein Bio-Stiel-Bonbon, also mit Himbeergeschmack. Es ist ein natürliches Himbeeraroma, es ist ein Naturfarbstoff, es ist Bio-Zucker, Bio-Glucosesirup, also alles aus dem zertifizierten Bereich. Und nochmal auf das Bio zurückzusprechen, das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch eher, war der Boom dort zu verzeichnen. Wie ist es bei Ihnen? Ist da die Nachfrage auch jetzt höher geworden? Ja, in den letzten Jahren haben wir schon einen Anstieg dieser Nachfrage. Und es ist ein langsames, aber doch kontinuierliches Wachstum damit verbunden. Und außer jetzt hier im Werksverkauf, wo liefern Sie Ihre Produkte hin? Wo kann man die noch kaufen? Ja, diese Produkte speziell, die gehen an einen Bio-Großhändler, der das bundesweit vertreibt. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Im Werksverkauf machen wir das eher weniger. Also bis auf einige wenige Sachen haben wir das im Werksverkauf, aber der Hauptabnehmer ist eben dieser Großhandelskunde. So wie wir es gerade gesehen haben, wird natürlich dann auch diese Tüte und diese Bonbons, die wir nämlich heute hergestellt haben, per Hand verpackt. So ist das, nicht wahr? Cool. Also es ist noch viel Handarbeit dabei. Ja. Und ich probiere einfach nochmal. Sie können gerne das mit mir auch tun. Das sind unsere aktuellen Bonbons von heute. Man merkt sofort, dieses Vanille-Kirscharoma kommt sofort raus. Schmeckt mir sehr gut. Nochmal eine Frage, das sind jetzt die Süßigkeiten. Sie haben ein großes Sortiment. Sie beliefern ja auch an Schaustellen, ne? So was man so kennt, dann auch Weihnachtsmärkte und Kirmes. Wie ist da die Auftragslage? Wie viel machen Sie dafür? Ja, eher nicht diese Produkte, aber wir stellen speziell gebrannte Mandeln, spezielle Kräuterbonbon für die Schausteller her. Die Saison beginnt jetzt natürlich mit dem Kräuterbonbon. Mandeln stellen wir fast das gesamte Jahr über her. Mhm. Und Auftragslage, würde ich sagen, normalen Rahmen. Und eben, das ist ja nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern die Kirmes, die gibt es ja auch wirklich das ganze Jahr über. Genau, ne? Das ganze Jahr über ein hochinteressantes Geschäft für uns. Und seit vielen Jahren sehr viele dankbare Kunden, die wir in diesem Bereich haben. Also liebe Zuschauer, denken Sie dran, wenn Sie demnächst mal über den Weihnachtsmarkt schlendern, vielleicht sind ja auch ein paar Produkte von der Familie Merkel dabei. Und bevor wir jetzt aber Sie verabschieden und ich mich verabschiede, gibt es noch was zu gewinnen. Das hatte ich erwähnt. Wir haben uns da nämlich was ausgedacht. Wir wollen jetzt natürlich nicht nur alles zeigen, wie das hier schön hergestellt wird, sondern es gibt auch noch diesen schönen Präsentkarton, sage ich jetzt mal. Was erwartet die Zuschauer da? Ja, da werden wir einfach mal schauen. Wenn die Zuschauer die richtige Antwort auf unsere Frage wissen, die da lautet, was glauben Sie wohl,
Wie viele Bonbons bekommen wir aus 40 Kilo Zuckermasse heraus? Sind es A, 16.000 oder B, 16? Wenn Sie richtig aufgepasst haben, dann sollte Ihnen die Frage bzw. die Antwort auf die Frage nicht sehr schwer fallen. Ansonsten finden Sie natürlich nochmal alle Informationen unter gewinnspiel@fa1-television.de. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen und Mitmache, denn und das erwartet Sie. Eine Packung in dieser Art. Mhm. Wir stellen da ein buntes Mix unserer Produkte zusammen. Und ich würde sagen, lassen Sie sich doch überraschen. Genau, also ich kann nur sagen, es wird bestimmt lecker werden. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich persönlich fand es sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Liebe Zuschauer, das war Tag auch für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came to say hello.